Zeit ist Fisch. Auf den Plätzen fertig los. Ja. Ein wunderschöner Fisch. Oh, ist der dick. Guck mal, wie dick der Bauch ist. Die Punkte, die brauchen wir. That's the game changer. Number one. Don't forget, the Swedish anglers are the best. Der YouTube Predator Cup 2019 wird präsentiert von Casio Pro Track, Shimano und Nice. Hallo liebe Zuschauer, heute ist das erste Achtelfinale. Heute beginnt das Hauptturnier zum YouTube Predator Cup 2019 und das möchte ich ganz kurz nochmal zum Anlass nehmen, ein paar Dinge loszuwerden, bevor es losgeht. Zuallererst möchte ich mich bei unserem Mitarbeiter Patrick bedanken. Ihr kennt ja sicherlich alle Juli, der letztes Jahr den YouTube Predator Cup komplett alleine gefilmt und geschnitten hat. Der hatte am Anreisetag, als wir auf dem Weg waren nach Holland, einen Todesfall in der Familie, musste abreisen und wir standen plötzlich vor einem Riesenproblem. Wir haben noch ein bisschen rumtelefoniert, geguckt, was können wir machen, und Patrick, einer unserer Mitarbeiter, hat gesagt, ich bin sofort da, ich kriege zwar Riesenstress zu Hause und habe auch 1000 andere Termine, die ich absagen muss, aber morgen bin ich in Holland und ab morgen filme ich mit euch 2 Wochen den YPC. Da habe ich Bock drauf und vor allem ist es wichtig, dass das gut über die Bühne geht. Vielen, vielen Dank nochmal, Patrick, dafür, dass du da so einen Einsatz gezeigt hast. Du hast uns da echt den Arsch gerettet. Patrick ist kein gelernter Kameramann, deswegen, wenn die eine oder andere Szene vielleicht nicht so gefilmt ist wie gewohnt, einfach ein ganz bisschen Nachsicht haben. Wir sind noch kein Riesenunternehmen, wo man einfach mal so einen Ausfall von heute auf morgen mir nichts, dir nichts wegsteckt. Ja, das wollte ich auf jeden Fall sagen. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei den Sponsoren bedanken, ohne die die Produktion einer solch aufwendigen Sendung, ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen in den ersten beiden Folgen des Qualifikationsturniers, wir haben keine Mühen gescheut. Unser Kamerateam hat wahnsinnig geschwitzt. Ich glaube, allein die erste Folge hat bestimmt 2 oder 3 Wochen gedauert, um das ganze Material zu schneiden. Und das wäre alles nicht möglich, wenn es keine Sponsoren gäbe, die uns dabei unterstützen. Diese Arbeit ist mit sehr viel Kosten auch verbunden. Und deswegen vielen, vielen Dank an Casio Pro Track, vielen Dank an Nice und auch vielen Dank an Shimano Deutschland, dass ihr uns beim YPC 19 unter die Arme greift. Kommen wir zum dritten Teil meiner Botschaft von heute, und zwar zu eurem Support. Wir stecken, wie gesagt, viel Arbeit und auch viel Kosten in dieses Projekt und werden auch von Sponsoren unterstützt. Und trotzdem, wenn ihr uns nicht helft bei der ganzen Sache, dann wird es echt schwer. Vielen, vielen, vielen Dank an alle Stammkunden bei uns im Shop, an alle, die uns einen Daumen nach oben geben, an alle, die treue Abonnenten sind seit langer Zeit, aber auch natürlich vielen Dank an alle, die neu dazugekommen sind, die den Kanal jetzt erst entdeckt haben oder sich jetzt erst fürs Angeln oder fürs Raubfischangeln interessieren. Es ist extrem wichtig, jeder Einkauf bei uns im Hecht und Barsch Online-Shop, aber auch jeder Kauf im Fachhandel von Leck mich am Barsch-Artikeln bei euch im Angelladen, egal jetzt ob Drunkbait, Finessefilet oder Köfi, alles hilft, jeder kleinste Betrag hilft. Wir wollen den YPC noch lange ausrichten. Es macht uns wahnsinnig viel Spaß. Es ist wirklich ein absolutes Herzensprojekt. Unser ganzes Team, wir fiebern mit. Also wir haben jetzt ein halbes Jahr lang uns eigentlich richtig drauf gefreut, dass es richtig losgeht. Heute ist der Tag gekommen und das wollte ich nur noch ganz kurz loswerden. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der ersten Achtelfinalpartie. Frédéric Julien gehört sicherlich zu Europas bekanntesten Raubfischanglern. Geboren im südfranzösischen Montpellier, tritt Frédéric für den Kanal Ganki TV an. Der Fishing Gypsy, wie er sich selbst nennt, hat kein konkretes Lieblingsgewässer. Er liebt vor allem das Herumreisen und die Herausforderung an unbekannten Flüssen und Seen. Sein Lieblingszielfisch ist ganz klar der Barsch, den er nicht zuletzt im Format Perch Pro von Kanal Gratis seit Jahren befischt. Dabei angelt er am liebsten schwer und schnell, fischt so in kurzer Zeit viel Fläche ab. Er bezeichnet diese Technik als Power Fishing. Freds bester Fang seiner Karriere ist ein 54er Barsch. Im 2018er Turnier war er nicht dabei und auf einen Lieblingsgegner für dieses Jahr möchte er sich nicht festlegen.
Erik Woosmann wurde vom Publikum auserwählt, die Zuschauer in diesem Turnier zu vertreten. Er kommt aus Ranis in Sachsen-Anhalt und besitzt keinen eigenen YouTube-Kanal, dafür die Instagram-Seite Zander Crew. Sein Hausgewässer ist die Elbe, an der er vorwiegend auf Zander fischt. Am liebsten nutzt er dafür Wobbler. Auch Erik ist erstmals beim Turnier dabei. Sollte er weiterkommen, würde er am liebsten auf WPC und Lure Masters Gewinner Enrico Di Ventura treffen. Schauen wir mal, ob Erik den Profiangler hier heute ernsthaft in Bedrängnis bringen oder vielleicht sogar für die erste Überraschung des Turniers sorgen kann. Wer sich für das Tackle interessiert, das die beiden Angler heute fischen, kann alle Rute-Rolle-Kombinationen unten in der Videobeschreibung finden. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Achtelfinalpartie im YouTube Predator Cup 2019. Heute fischt unser Zuschauerqualifikant Erik Woosmann gegen Frédéric Julien von Ganki TV. Schön, dass du da bist, Erik. Ich freue mich auch. Thank you that you're here. Thanks. Really nice. Wir sind heute in Den Bommel in Holland am Haringvliet. Das ist eine Stelle, die du dir ausgesucht hast. Wir haben jetzt 6.18 Uhr. Sonnenaufgang ist laut Smartwatch ungefähr in einer halben Stunde. Erik, du wolltest sehr gerne in der Morgendämmerung fischen. Deswegen sollten wir nicht allzu viel Zeit verlieren. Genau. You think the fish are biting now? It's not your time, right? Not my time, but I will adjust. Mine neither, but let's try. Yes. Okay, los geht's. Wir wollen keine Zeit verlieren und hoffen, dass die Fische direkt beißen. Wie im letzten Jahr geht es beim YouTube Predator Cup darum, in insgesamt 6 Stunden Angelzeit so große Barsche, Zander und Hechte wie möglich zu fangen. Nach wie vor sind dafür nur Kunstköder erlaubt und bei den Bootspartien kein Schleppen zulässig. Weiterhin zählen nur maßige Fische. Doch es gibt auch einige Neuerungen. Statt 3 können nun 5 Fische in die Wertung eingebracht werden. Wer 2 von 3 Zielfischarten fängt, bekommt 10 Extrapunkte. Gelingt einem Angler sogar der Hattrick, wird er mit insgesamt 30 zusätzlichen Punkten belohnt. Neu ist auch der Faktor für Barsch. Er wurde von 2,4 auf 2 heruntergesetzt, während die Faktoren für Hecht und Zander bei 1 und 1,3 bleiben. I put my wading shoes next to the door when I leave and I forgot them. That's the reason I have this one. So, wir stellen jetzt mal den Timer ein und wenn sobald Frédéric soweit ist, seinen Köder montiert hat, oh, da geht noch ein bisschen Flavor drauf. Go, you're on. Los geht's. Du wechselst schon den Köder? War zu viel dran. Andere Verhältnisse als im Training, oder? Komplett andere Verhältnisse. Im Training stand ich hier im kompletten Sturm. Da waren 20 Gramm angesagt. Jetzt. Waren 14 schon zu viel. Wir haben hier im Training gut Zander und Hecht gefangen. Geht eine schön tiefe Fahrrinne runter. Also man muss schön weit werfen. Da erreicht man gleich tiefes Wasser. Ja, da ziehen die Zander lang. Ja. Und das ist der Grund, warum ich hier stehe, da man einen Spot braucht, wo man auf Wurfweite kommt. Hast du gehofft, dass dein Gegner, der ja als Baitcaster-Angler bekannt ist, nicht so weit kommt? Ich dachte, Frédéric, der hat gar keinen Spinning Reel. Ich mache jetzt einen Easy Shiner drauf, wechsle auch auf von 12 auf 10, da die fliegen sehr gut von der Form her. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich die nehme. I'm going to change and adjust a different shape and different vibration to see if I don't miss the action. I put fairly long one, but not so much vibration. It's a little bit streamy, I can go down to the bottom fast. I put a bigger
jigged for a much chubby lure. This is a Tipsy XL, so this one need a little bit more weight to go down, so I don't want to waste too much time on my way down, so I adjust the size of the weight of the head to the body. A long fish? Yeah, long fish. It's really strange. In Spain we see pike doing this, but here not so often, coming really slowly, like taking flies, you know. Could be catfish maybe. Der erste Fisch. Leider ab. Die erste Dreiviertelstunde ist rum. Wir haben hier heute wirklich ganz andere Bedingungen als in den letzten Tagen. Es ist fast windstill, das Wasser ist auch viel tiefer. Was auch auffällig ist, ist, dass das Wasser sehr viel klarer ist. Alle haben hier fleißig trainiert, aber heute muss man sich den veränderten Bedingungen anpassen, nehme ich an. Erik hat gerade schon mal seinen Köder auf eine etwas natürlichere Farbe gewechselt, hat's begründet damit, dass die Sonne jetzt rausgekommen ist. Das spielt natürlich auch eine Rolle, aber ich glaube auch, dass das klarere Wasser hier nicht ganz unwichtig ist. Hatte dann auch sofort einen Biss, beziehungsweise Fisch hat sogar kurz gehangen. Mal gucken, ich denke schon, dass hier an dem Spot auf jeden Fall mindestens ein Fisch rauskommen wird. Die beiden Angler versuchen hier rauszufinden, was die Fische brauchen. Oh, und er hat es scheinbar hingekriegt. The change on the color. That was not expected. Thank you. And those are the first points. Non, c'est pas juste. Yeah. Là. Là. Oui, 61. 61. 61. Okay. Yes, baby. Nice one. Yep. Yep. There you go. Bye bye, my friend. Den ersten Fisch holt sich Frederik. Der 61er Hecht bringt ihm 61 Punkte und damit die Führung. Wie reagiert Erik? Du bist hinten. Irgendwelche Reaktionen darauf? Veränderst du irgendwas? Oder? Ich renne jetzt erstmal weiter, vertraue dem Köder und ja, ich denke mal noch ein paar Minuten und dann denke ich mal, werde ich vielleicht den Spot wechseln. Also Frederik hat nicht nur die Farbe gewechselt auf ein natürliches Dekor, ähnlich wie es Erik gemacht hat, sondern er hat auch ein bisschen downgegradet beim Gewicht, fischt jetzt etwas leichter und der erste Wurf hat ihm gleich einen Fisch gebracht. Ich bin gespannt, ob das so weitergeht und ob Erik vielleicht gleich kontern kann. Guten Fischkontakt hätte er auch schon. Fucking rock there. Yeah. Really high. I get stuck into it all the time. Erik has announced the spot change in 20 minutes. We're gonna change. Yeah.
So. 74. Warte, nicht bewegen. Ja, 74. That's the game changer. Bye bye. Glückwunsch, dein erster YPC-Fisch. Ja, danke schön, ich freue mich. Ich glaube auch nicht so schlecht, dass es ein Hecht ist. Nee, also ich habe auch auf Hecht jetzt spekuliert, darum habe ich etwa einen bauchigen besseres Seenstedt drauf gemacht. Also damit kann man gut Zander fangen, aber der ist halt auch ein guter Hechtköder, der schön bauchig ist und gut flankt. Und habe eben extra nochmal nicht gerade ausgeworfen, sondern schön an der Kante entlang, um halt wirklich den ganz langsam über den Boden zu leiern, um zu gucken, ob hier an der Kante vielleicht noch einer steht. Und es hat auch gut geklappt. Es ist schön, wenn mal die Theorie auch mal in der Praxis funktioniert. Wunderbar. Du hattest einen Spotwechsel angesagt. Du hast gesagt, du willst in 20 Minuten an eine andere Stelle fahren. Das ist jetzt 10 Minuten her. Genau. Das heißt, 10 Minuten bleiben wir weiterhin hier. Genau. Und du bist in Führung. Ja, Glückwunsch. Eriks Antwort hat nicht lange auf sich warten lassen. Er toppt den Hecht von Fred um 13 cm und zieht damit an ihm vorbei. Wir haben gestern schon den ganzen Tag einen leicht steigenden Luftdruck gehabt. Das geht heute nahtlos weiter. Was das fürs Beißverhalten der Fische auszusagen hat, ja, vermag ich nicht unbedingt zu interpretieren. Ich denke, dafür braucht man ein bisschen Analyse. Dafür muss man viele Daten speichern. Das machen wir natürlich. Haben wir ein Fangbuch und notieren alle Fänge. Vielleicht haben wir irgendwann genug Daten, um was Interessantes auswerten zu können. Okay, last task, everybody. So, beide haben jetzt ihren letzten Wurf gemacht. Und dann geht's zum zweiten Spot. Mal gucken, wo Erik uns hinführen wird. Wir sind jetzt auf dem Weg zum zweiten Spot. Ja. Was ist dein Plan? Mein Plan wird da sein, eigentlich einen Zander zu fangen. Das war eigentlich hier mein Plan. Wir wechseln jetzt quasi vom Haringvliet zum Hollandsteep. Genau, wir wechseln das Gewässer. Und gucken, ob es da ein bisschen trüber ist. Genau. Und Zander vielleicht damit mehr anfangen können. Genau. Eric just told that the next spot is going to be a Zander spot. Yeah. I don't believe him anymore. We are going to the Hollandsteep. Yeah. And then probably the conditions are different yeah. there. And the Zander like it more. Yeah. Let's see. Let's see what happened. Zweiter Spot. Hier sind ein paar niederländische Köderfischangler. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir haben, aber das werden wir gleich rausfinden. Vielleicht müssen wir gleich noch mal schnell den Spot wechseln. Also, wir haben uns kurz mit den Holländern hier abgesprochen. Die fischen schon da raus, wo Erik eigentlich angeln wollte mit ihren Köderfischmontagen. Aber es gibt schon noch ein bisschen Platz zu werfen und das probieren wir jetzt aus. So, Timer ist gestellt. 1,5 Stunden Nettoangelzeit haben wir noch. Mal gucken, ob sie hier erfolgreich an den Köderfischmontagen vorbeifischen können. Und noch cooler wäre es wirklich, wenn der dritte Fisch jetzt bald rauskommen würde. Ja, das ist ein streamy place. Buddy. Perch and Zander can be there. Especially there's a big arbor, so they might come in this time of the year. So let's see. This place is full of fishermen. So can be all wrong. Nach wie vor kein Fisch hier an der zweiten Stelle. Erik hatte gerade einen Anfass, hat er gesagt. Und auch von Frederik habe ich da hinten ein Zeichen bekommen, dass er was in der Route gespürt hat. Erik spielt jetzt gerade mit dem Gedanken, nochmal den Spot zu wechseln. Es sind nur noch 25 Minuten Zeit. Mal gucken. So, Erik hat jetzt tatsächlich 17 Minuten und 4 Sekunden vor Ende seiner Halbzeit noch einen Spotwechsel angekündigt. Wir müssen jetzt aber 15 Minuten hier bleiben, so sind die Regeln. Das heißt,
2 Minuten 4 möchte er noch an der dritten Stelle angeln. Das hat er auch so geplant, also das ist jetzt nicht so, dass ihm das zu spät eingefallen ist, sondern er möchte jetzt wirklich eine ganz, ganz kurze Zeit an einen dritten Spot gehen. Ja, pokert da ein bisschen. Er hat mir verraten, es geht um Barsch. Möchte wahrscheinlich in den 2 Minuten darauf setzen, dass Frederik nicht schnell genug versteht, wie der Spot funktioniert. Bin ich gespannt auf jeden Fall, ist witzig. Hat noch nie jemand gemacht, so eine verrückte Aktion. Mal gucken, ob es ihm was bringt. Kescher, Kescher, Patrick. Alter, nimm mehr Esche. Habt ihr mal einen Esche? Ich hab mehr Esche. Ich hab keine Ahnung, Alter. Wahnsinn. Ganz kurz vor Schluss tatsächlich noch ein Fisch an der Stelle. Einer, der leider überhaupt keine Punkte bringt. Eine Meeresche. Aber trotzdem für jeden Angler eine geile Erfahrung war. Vor allem Eriks allererste Meeresche. Und die fängt man auf Gummi wirklich nicht häufig. So, und jetzt machen wir eine ganz verrückte Sache, habe ich ja schon angekündigt. Wir werden jetzt für 2 Minuten und 4 Sekunden nochmal an eine dritte Stelle von Erik gehen. You have 2 minutes and 4 seconds. Choose your bed wisely. I try. Okay. So, Erik, wir sind an deiner letzten Stelle für heute. 2 Minuten 4 gibst du uns hier und ich sehe, du versuchst einen Barsch zu fangen. Richtig? Ja, genau. Wir sehen hier auf jeden Fall schon viel Aktivität im Wasser und ich bin gespannt, was los ist. Wir können beide ans Wasser gehen. 2 Minuten 4 Sekunden. Also Frederik haben wir jetzt noch mal gesehen, fischt einen etwas größeren Köder als Erik. Einen kleinen Creature Bait am Jigkopf. Erik Dropshot mit dem winzigen Köder. Ja, mal gucken, wer hier recht behält. Erik war hier wahrscheinlich schon mal, gehe ich von aus. Auf jeden Fall verdammt viel Aktivität an der Oberfläche. Ja, mal gucken, ob hier jemand einen Fisch fangen kann. So, das kleine Experiment war ganz witzig, ist aber in die Hose gegangen. Keine Fische für beide. Wir haben jetzt Halbzeit. Wir werden heute eine sehr lange Mittagspause machen, weil Fred möchte gerne am Nachmittag angeln, in den Abend hinein quasi. Wir starten um 15 Uhr wieder. Jetzt fahren wir erstmal nach Hause, ruhen uns ein bisschen aus und dann melden wir uns gleich wieder. Bis gleich. Halbzeit. Jeder hat einen Hecht gefangen. Erik führt mit 74 zu 61. Mal sehen, ob Frederiks Stellen in der zweiten Halbzeit ergiebiger sind. Angekommen in der zweiten Halbzeit. Jetzt haben wir etwas kurz nach 3. Die beiden lasse ich jetzt noch ganz kurz ihre Routen fertig machen. Dann geht's los. Startschuss zur zweiten Halbzeit. Wir sind hier an der Stelle, mit der wir mit Frederik schon im Training waren. Wir haben ein kleines Trainingsvideo gedreht, habt ihr vielleicht gesehen. Dort sind wir heute auch. Hier gibt es vor allem sehr guten Zanderbestand. Es kann auch der eine oder andere Barsch dazwischen sein.
Hecht glaube ich eher nicht, aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Gleich geht's los. Gegner studieren. Ja, kurz mal gucken. Aber ich habe einen Schuss rausgelassen. Ready? Ja. Yep. Okay, dann go. Let's have fun. Yes. Fred, first pass. Yeah, first bite. I ate it. I ate to be successful on the first cast. But a very good sign, fish is here. Yeah, yeah. Well, yeah. I'm sure one of you guys will catch one soon. Yeah, we need to be patient. Yeah. But there's a lot of breed. No, it's okay. Der hat eh nicht gezählt, ne? Nee. War gehackt. Ja. Frederik hat noch während des Drills gesagt, hier gibt es auch viele Brassen, die häufig quer gehackt werden. Es war keine Brasse, es war ein Zander. Erik hat ihn kurz hier vom Kescher verloren, hätte aber eh nicht gezählt. Man hat gesehen, der war an der Seite gehakt. Deswegen alles wie gehabt. Erik führt mit 13 Punkten. Seinem Spot jetzt vorlegen konnte, ist natürlich für mich sehr cool. Aber ich denke, er wird auch noch einige hier fangen und ja, dann werden wir gucken. Ich denke mal, es wird halt knapp. Erik fängt den ersten Fisch der zweiten Halbzeit und baut seine Führung aus. Der 51er Zander zählt 66,3 Punkte und für die zweite Zielfischart gibt es 10 Punkte extra. Neuer Spielstand 61 zu 150,3. Any changes so far in the tactics, in the techniques? No. They are there. I'm going to switch one or two bait, you know, make them rolls to see if I can make a difference. But so far I get one bite, so I keep going. How many grams are you fishing? 14. It's a little bit light, I'm going to increase. Okay. Thank you.
lake right now. So I just concentrate on fishing slowly, slowly, and then get maybe one or two fish now. But when the activity is going to come, hopefully we're gonna have five fish in no time. And I hope to catch a big perch in between. Okay. Now with less activity on the side of the plateau, probably we have perch. And I'm trying to fish a little bit outside since we don't have much stream now. And see if I can get a perch to bite. Kescher, Kescher, Kescher! Danny, Danny, komm! Danny, Danny, komm her! Oh fuck! Do I have a plan or what? Ja, der ist 60. Fisch, Alter! Okay. Ja, jetzt voll die Zeit. Man. Leute, das ist der Doppeldrill, wie wir ihn uns vorgestellt haben. Very nice, guys. Very nice fishing. You're doing perfect. Put the fish back into the water. Es ist extrem spannend. Erik ist weiterhin in Führung. Aber das letzte Wort ist nicht gesprochen. Es werden heute ganz sicher noch Fische gefangen. Es geht ordentlich zur Sache. Erik bringt den nächsten Zander in die Wertung. Doch Freds Plan, mit einer etwas anderen Strategie zunächst einen Barsch zu fangen, geht voll auf. Erik erhöht sein Punktekonto um 78 Punkte. Fred kann mit diesem 45er Barsch dank der 10 Extrapunkte für die zweite Zielfischart um 100 Punkte erhöhen. Der Vorsprung schmilzt. Frederik hat jetzt schon mehrere Zander verloren und ich finde hier an dem Spot, durch die viele Strömung geht der Bleikopf schnell nach unten. Das ist meiner Meinung nach ein Stinger hier gut an der Stelle. Er hat jetzt schon zwei Fische im Drill verloren und ich finde, es liegt daran. Fred, Aloch, your plan worked out? Yes. You wanted to catch a perch? Yeah, I didn't catch any before, but I know it's a very good place for big perch. And I just keep it a little bit quiet, so everyone focus on the zander. But I knew it was a possibility to fish above the shoulder, because the perch are not staying in the stream here, they are more staying out. Since I don't think the activity of zander is really at the peak now, I have a good chance to catch up with zander later, so I wanted to secure a perch. I think you lost already too, right? Yeah, but it's, you know, they are there, so we're gonna catch one or two like this from time to time, but when there's a peak of activity, it's like free cast, free fish. Conditions are beautiful. Yeah. I wish I could fish with you here. Oh, you do a good job, Finn. we have more fish for us now. Not sure if it's going to count. But we check. No, not enough. Wait. Der war zu klein, also keine Punkte, denn nur maßige Fische spielen hier eine Rolle.
Ja. Finally. Ja. Für 59. Ja. 59. Okay. Ja. Puh. Now I'm feeling better. 59er Zander für Fred. Damit geht er jetzt wieder in Führung, nachdem Erik jetzt die meiste Zeit des Tages vorne lag. Jetzt im Führungswechsel. Beide haben 3 Fische gefangen. Noch ist alles offen. Der zweite Zander für Fred ist maßig und so holt er sich die Führung zurück. Dank 20 weiterer Extrapunkte steht es nun 257,7 zu 228,3. Erik, du hast hier die Angelstelle gewechselt und es sieht verdächtig danach aus, als würdest du es jetzt hier auf Barsch probieren. Ich will jetzt hier mal probieren, dass ich einen Barsch zu fangen, ja. Wir haben hier 2 Holländer, die fischen direkt neben uns, die haben auch gerade einen Barsch gefangen, genau an der Stelle, wo Fred seinen eben hatte. Und ja, Erik hat sich jetzt rechts von denen gestellt, versucht jetzt ebenfalls hier so ein bisschen mehr in den Hauptstrom reinzuwerfen. Und das ist der Plan, nehme ich an. Fisch, Fisch! This one is big enough, I think. This one should have the 42. Ah, could be close. Daddy! Come on. Quiet. Yes, it is. Yeah, it is. Let's keep on rolling. Auch der nächste Fisch geht auf Freds Konto. Da der Zander mit 42 cm genau das Mindestmaß erreicht, gibt es weitere 59,6 Punkte für ihn. This one is going to count to 45. Okay. Okay. Yeah. There you go. Fred macht die 5 Wertungsfische als erstes voll. Ein 45er Zander erhöht sein Punktekonto auf 370,8 Zähler. Schön, Erik. Geiler Fisch. Du bist vorne zu weit drüben. So ist richtig, genau. Und dann zusammendrücken, kommst du auf 54. Es geht Schlag auf Schlag. Frederik hat seine 5 Fische voll gemacht, ist damit ziemlich davongezogen. Aber dann hat Erik seinen 4. Fisch gefangen. Jetzt führt Frederik mit knapp 70 Punkten. Erik hat noch einen Wertungsfisch, den er einbringen kann, den er auch garantiert fangen wird, so wie es hier gerade läuft. Beim jetzigen Spielstand würde ihm schon ein 56er Zander reichen, um wieder in Führung zu gehen. Also ich denke, Frederik kann sich nicht auf den Fischen, die er gefangen hat, ausruhen, sollte schleunigst zusehen, dass er seine 2 kleinen Zander oder sein Hecht verbessert. Und ja, Erik braucht seinen 5. Fisch, den wird er bestimmt bald kriegen. Es ist nach wie vor extrem knapp und extrem spannend. Richtig geiles Angeln. Mit einem weinenden Auge guckt man hier zu, muss man echt sagen, weil wenn der Fisch so beißt, dann hätte man dann doch ganz gerne auch eine Rute in der Hand. Aber es gibt auch schlimmere Moderationstage als so einen geilen Angeltag. Erik lebt noch. Mit seinem 4. Fisch kann er auf 370,8 zu 298,5 verkürzen. Erik, du hast die Führung abgegeben. Ja. Frederik hat seine Fische voll gemacht. Du hast jetzt aber auch wieder gekontert. Genau. Bist wieder dran. Du fängst jetzt wieder. Oh, da hinten ist schon wieder ein Fisch.
Perch. Oh. Yeah, not the same size, but I love them. Thirty-four. Back to back. Sorry, guys. Yes. No. Number five. Was hat der? 55. Ich sehe es gar nicht. Ja, 55. Fred fängt den Barsch, den Erik so gut gebrauchen könnte. Doch auch ihm hilft er weiter. Er ersetzt den 42er Zander und kommt jetzt auf 384,2 Punkte, während Erik mit seinem fünften Wertungsfisch auf 370 Zähler klettert. I need to get rid of the small thunder. That's true. Also the pike from this morning you can improve. And you should pray that he does not catch a perch. I know that is probably not your style to pray for bad luck for others. No. I'm gonna improve the thunder. Okay, that sounds better. That's the plan. Uhr haben wir noch auf der Uhr, also noch wirklich viel Zeit für beides. Wahnsinn, es kommt einem vor, als würden wir hier schon 4 Stunden angeln oder vielleicht noch länger. Manchmal braucht man eine ganze Woche, um so viele Fische zu fangen. Heute ist echt ein verdammt geiler Angeltag, macht wirklich Spaß. Erik ist jetzt wieder an seinen alten Angelplatz zurückgekehrt und ich könnte mir vorstellen, dass er da auch weiter angeln wird, weil er gesehen hat, dass zwischen den Zandern hier auch Barsche stehen. Also er muss nicht unbedingt dort hinten angeln im Hauptstrom, er kann auch hier vorne versuchen, seine Zander zu verbessern und dabei auf einen Barsch als Beifang hoffen. Könnte mir vorstellen, dass er das auf jeden Fall registriert hat, dass Frederik hier gerade einen Barsch bekommen hat und das für seine Taktik auch eine Rolle spielt. Der ist auch gut, Mann. Der ist auch richtig gut. Oh, that's good. Good old gravy shot. Just changed my bait. Thank you. I own you this one. Look at the bait. Same as yours. I changed my bait too. Thank you, Easy Shiner. Sixty-eight.
rüber. So ist richtig. 61. Oh, this one is too big. Sorry. Der Doppeldrill von eben hat auch auf dem Tableau sich wieder ausgewirkt. Mit 68 und 61 Zentimetern können beide ihren bisher tagesbesten Zander in die Wertung bringen. Neuer Spielstand 414,1 zu 383. Swim Impact, my friend. Take as many Zander as you want. Fish. False hook? Yeah, on the side. No. Oh, that's a good one. Oh, that's another 30 extra points, yeah, my friend. That's street fishing. How did it fight? Yeah, but you know, look, there's this. How was the bite? Impressive? Strong. Ja, es ist 62, alles klar. Dann rennt es wieder. Der nächste bessere Zander und Erik rückt Frederik gehörig auf die Pelle. Nur noch gut 20 Punkte Rückstand. Bis an. Wahnsinn. Du musst umklappen, das Ding. Umklappen. Ja, also höchstens genauso, ja. Look at the color, beautiful. Yeah. Little bit like the Volga Zander. That is striped. So, 54. Yeah. Good. Yes. It is this one. Frederik hat jetzt einen 54er Zander aufs Scoreboard gebracht. Damit fliegt der Hecht vom Vormittag raus. Er verbessert sich um 9,2 Punkte und hat den nächsten Fisch dran. Wahnsinn! Slowly, but steady. Yay. Die beiden letzten Zander stellen jeweils eine Verbesserung für Fred dar. Er hat nun 426,8 Punkte auf der Habenseite, Erik
bleibt bei 393,4. Do you know the cool thing? The small kid was fishing with this and I saw him catching a nice zander. And the grubby shad is one of the first soft bait we produce with a gun key. And very often, since we have so many novelty, we forget about the good old ones. And I said to myself, okay, I need to use it also. And it works. So, Fred baut seinen Vorsprung 3,5 Punkte aus. Ganz kurz zur Orientierung. Der Punkt ist schlechteste Fisch bei Erik ist ein 55er Zander, bei Fred ist es ein 54er Zander. Alle Zander, die größer sind, helfen den beiden weiter. Nach wie vor würde Erik allerdings einen Barsch am meisten bringen. Alleine wegen der 20 extra Punkte, selbst wenn er nicht mit in die Wertung reingehen würde. Weil er punktemäßig nicht reicht, solange er Mindestmaß hätte, wären die 20 extra Punkte natürlich Gold wert hier heute. Die letzte Stunde ist angebrochen. Wir haben noch 58 Minuten und ein paar zerquetschte. Mein Gott, echt aufregend. Wir werden alle gut schlafen heute Nacht, glaube ich. Erik, Junge, du hast noch fast eine Stunde Zeit. Ja. Also nicht verzagen, einfach werfen, werfen, werfen. Vielleicht kriegst du doch noch den Barsch. Ja. Aber auch über die Zander kannst du es noch regeln. Ich habe extra auf kleineren Köder gewechselt, um den Barsch noch ein bisschen mehr mit einzuschließen. Aber ja, ich hoffe darauf, dass hier bald zum Platz ist und ich darüber komme. Da die Fische eh nicht beißen, schätze ich mal, werden die bald alle gehen. Dann hast du hier bestimmt freier Platz bei. I lost the counting. I don't know which one I shall replace. I can tell you, you need to improve 54 centimeters. Oh, this one should be okay. Short. No! 55! Yeah. Frederik, yes. Well done. One by one. Der nächste Zander, der Freds Punktestand minimal verbessert. Kann Erik in der letzten halben Stunde noch zurückschlagen? Er braucht einen Barsch oder einen großen Zander, um die Partie noch zu kippen. Erik, du hast noch mal jetzt einen ganz anderen Köder drauf gemacht, den ganzen Tag mit Gummi geangelt, oder? Genau. Ich habe jetzt einen, in Anführungsstrichen, Searchbait, einen Ilex Deraku drauf. Ein Jigspinner, glaube ich. Genau. Ja, will jetzt hier nochmal ein bisschen Strecke machen. Hier ist komplett richtige Flachwasserzone. Also ich weiß nicht, ob hier überhaupt ein Meter tief ist. Und ja, will jetzt hier mal ein bisschen absuchen und dann nochmal gezielt vielleicht einen Gummi drauf machen, um endlich hier einen Barsch zu kriegen. Das ist der Plan. Also absuchen bedeutet aber schon, du willst ihn eigentlich schon auch gerne gleich finden, den Barsch, oder? Wenn du einen 22er fängst, wird das deine Ausgangslage schon extrem verbessern. Gib alles, Junge. Ja. Auf jeden Fall vertrittst du die Zuschauer hier wirklich würdig. Also das ist schon mal definitiv sicher. Machst einen guten Job und es macht einfach Spaß, so einen Angeltag zu erleben. Ja, also geil. Wirklich. Ich habe so einen Angeltag persönlich noch nie erlebt und es macht so Spaß. Eigentlich war ich ein bisschen ehrgeizig und wollte auch richtig, richtig gern gewinnen, wer will das nicht. Aber zurzeit angle ich einfach nur noch aus Spaß. Macht so Spaß, die Sonne, es passt alles. Ist einfach geil, wirklich. Wer Erik kennt, weiß, dass das zur Hälfte stimmt. Also ich nehme ihm das ab, dass es ihm richtig Bock macht. Aber ich bin mir ganz sicher, er hat den Sieg noch nicht aus den Augen verloren. Er würde alles dafür geben, hier zu gewinnen. To kill the game, I increase the size and hope for one big fish in the last moment. A little bit of booster. This booster is special, has a UV reactor color inside.
Wir haben jetzt noch 25 Minuten. Es ist jetzt in der letzten halben Stunde ein bisschen ruhiger geworden. Erik hat seinen Platz wieder verlassen, wo er den Barsch fangen wollte. Ist jetzt wieder da, wo wir es die ganze Zeit hier probiert haben. Ich glaube, bis auf einen verlorenen Fisch bei Fred war jetzt kein Fischkontakt mehr. Aber ja, Angeln hat immer eine Überraschung parat oder häufig eine Überraschung parat. Ich bin gespannt, ob das letzte Wort schon gesprochen ist oder ob Erik hier in den letzten 25 Minuten nochmal kontern kann. Was ich auf jeden Fall mal anmerken muss, unfassbar, dass wir die ganze Zeit hier an dem Spot bleiben. Jeder Angler hat die Möglichkeit, 3 Spots vorzugeben und das ist auch gemacht worden gestern Abend. Trotzdem haben wir den Spot nicht verlassen. Frederik will einfach hier die Fische fangen. Hier hat es gebissen wie Sau und obwohl er in Führung liegt, bleibt er hier. Der Typ ist einfach mega heiß aufs Angeln. Und genau solche Leute braucht man in so einem Format. Bin sehr glücklich, dass er dabei ist und dass wir hier alle zusammen so einen geilen Angeltag erleben. Game changer. Dass ich sage, schade, ist nur ein Zander. Der ist leider nicht groß genug, aber ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal traurig war. Traurig bin ich jetzt zwar auch nicht, aber den wollte ich jetzt gerade mal nicht. Game over, guys. It's over. You made it. Congratulations. Thank you. Well fished. That was a close one. Yeah, yeah. I mean, that was a crazy fishing day. Erik, sehr, sehr geil geangelt, man. Sei nicht zu traurig. That was a good game. Yes. I enjoy it. You give me an hour time. We have some good Zander. Yes. Good Zander fishing. Zander, pike, perch. I was saved by the perch, as always. I'm not a perch fisherman. Leute, es ist vollbracht. Ein unglaublicher Angeltag geht zu Ende. Thank you, Fred. It was a pleasure, really. It was really, really cool. Danke, Erik. Du hast dich wacker geschlagen. Du hast die Zuschauer brillant repräsentiert hier. Ich weiß, du bist ein verdammt ehrgeiziger Typ und wärst gerne weitergekommen. Du hättest es auch wirklich verdient gehabt. Heute war es hauchdünn. You both deserved it. You both really deserved it to go to the next round. But only one can make it. In this case, that was you. You are going to the quarterfinals. Yeah. Liebe Zuschauer, erstmal möchten wir heute mal was für euch raushauen. Weil heute so ein verdammt geiler Angeltag ist, sind wir heute ein bisschen in Geberlaune. Shimano, Sponsor des YPC 19, sponsert eine Yazai Perch und eine Ultegra 2500. Haut also richtig was raus für die Barschlanger. Because you caught a very nice perch today. I think a perch combo for the viewers is a good price. Perfect. You should not miss out the Gunky TV channel. Frederik is a great guy, you saw that. He deserves some new subscribers on his channel. Erik hat keinen YouTube-Kanal, aber er hat eine Instagram-Seite, Zander Crew, wo er sich sicherlich auch über ein paar neue Abonnenten freut. Also die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso wie alles, was ihr dafür tun müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Wir gehen jetzt nach Hause, werden heute alle gut schlafen, da bin ich mir ganz sicher. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn das Video nach eurem Geschmack war. Gerne in die Kommentare unten was reinschreiben. Und natürlich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, den Kanal abonnieren.
und die Benachrichtigungsglocke aktivieren, damit ihr die nächste Folge auf gar keinen Fall verpasst. Bis dann, Leute, macht's gut. Ciao. Au revoir. Ciao, guys. Der erste Viertelfinalteilnehmer steht also fest. Der Franzose Frédéric Julien zieht in die nächste Runde ein und trifft dort entweder auf Enrico Di Ventura oder Herbert Ziereis. Es wartet also die nächste Knallerpartie. In der kommenden Folge seht ihr aber zunächst das Achtelfinalmatch zwischen Vize-Europameister 2017 Jan Pusch und Vielfänger Jimmy Gläser vom Oder-Spree-Angler-Kanal. Unbedingt einschalten. So, wir haben jetzt den ganzen Tag beim Angeln zugeguckt. Ein Fisch nach dem anderen ist rausgekommen. Ich denke, das Kamerateam hat sich auch noch ein paar Casts hier verdient. This one is fucking heavy. Kommt her, Boys. Wollen wir nicht zu fünft alle mal ein Foto machen? Ja. Mit dem Fisch? Ja, hey, Rick. Hallo. Can you do a picture? We need a picture. Du auch. Sorry. Gut, lass uns alle fünf. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Jetzt brauche ich auch noch einen Zander. Geiler Fisch, Alter. So, YouTube Predator Cup ist vorbei, aber jetzt geht's los. Oh. Wie schwer angelst du? Ah, bist verkackt. Scheiße!